Hi Panther, heute zeige ich mal, wie versprochen, mein Aktiendepot. Ja, also ich gehe mal auch wirklich auf jede einzelne Position ein und zeige, warum ich in diese Aktie investiert bin. Ja, was sind meine Erwartungen für die Zukunft dieser Unternehmen, dass ich so stark in diese Unternehmen investiere. Und gegen Ende gehen wir nochmal nicht nur drauf ein, in welche Aktien ich insgesamt investiert bin, sondern wir gucken uns nochmal an, welche Aktien davon jetzt noch kaufenswert sind. Bevor wir aber starten, erstmal ein paar Vorinformationen, denn das Depot, was ich dir jetzt zeige, das ist nun mein Wachstumsdepot. Ja, das heißt, hier investiere ich in Aktien, die sehr, sehr viel Wachstum versprechen, aber, jetzt kommt der Punkt, auch ein höheres Risiko haben. Und diese Position tue ich zum Teil übergewichten, eben weil ich diese einzelnen Unternehmen auch dauerhaft verfolge. Ja, ich sammle dauerhaft Informationen über diese Unternehmen und verfolge sie wirklich bis aufs letzte Detail und selektiere die zum Teil auch wieder aus, wenn sie eben meine Erwartungen nicht erfüllen. Und dementsprechend liegt meine Erwartung, Renditeerwartung, auch bei 11%. Ja, also höheres Risiko, aber auch höhere Rendite. Aber denk dran, das ist keine Anlageberatung und es stellt ausschließlich meine eigene Meinung dar. Ja? Das heißt, ich kann auch komplett falsch liegen mit meinen Investments und die entwickeln sich eben nicht mit 11% pro Jahr. Ja? Das kann genauso passieren. Die können sich zwar bis 100% entwickeln, aber die können auch minus 100% fallen. Das sollte dir immer bewusst sein. Deswegen kauf mir bitte jetzt nicht irgendwie blind nach, nur weil ich jetzt von diesen Aktien überzeugt bin, sondern mach deine eigene Recherche und schau selbst, ob du davon überzeugt bist. In dem Sinne, viel Spaß beim Video und Carpe Diem. Also, die erste Aktie, die wir haben, ist Take-Two Interactive. Und das ist ein US-amerikanischer Spieleentwickler und Publisher. Und ich persönlich, ich gucke ja immer dahin, wo sind die stärksten Marken. Warum guckst du auf die stärksten Marken, kommt dann immer die Frage. Ist eigentlich ganz einfach, weil Marken sorgen für eine emotionale Verbundenheit. Und umso mehr Emotionen ich in ein Produkt verknüpfe, umso mehr fühle ich mich dazu hingezogen und umso mehr bin ich dazu bereit, auch zu zahlen, ja, für das gesamte Ökosystem dieser Marke, aber auch allgemein, wenn jetzt mal höhere Preise kommen, bezahle ich die trotzdem, weil ich in das Produkt verliebt bin, ja. Und hier können wir direkt den perfekten Übergang zu GTA 5 machen, ja. Die gesamte GTA-Reihe hat so viele Fans, das ist unvorstellbar. Das Spiel kam vor 8-9 Jahren raus und wir haben online, auch nur auf PC, 150 bis 200.000 Spieler, immer noch im Durchschnitt, ja. Im Durchschnitt hat ein Spiel vielleicht 500 bis 1.000 Spieler, ja. Und GTA toppt einfach alles. Und natürlich hat man hier aber auch noch Red Dead Redemption 2. Hier wieder natürlich nicht so eine starke Marke wie GTA 5, weil GTA 5 alleine wurde über 150 Millionen Mal circa verkauft. Red Dead Redemption 2 ungefähr 30 Millionen Mal. Ja. Trotzdem hat man damit auch eine sehr starke Marke. Und das Hauptgeschäftsmodell bei Take-Two beläuft sich darauf, sehr viel Geld in einzelne Spiele zu investieren. Ja. Also man investiert sehr viel Geld in die Spieleentwicklung. Aber durch diese hohen Kosten, durch diese hohe Produktqualität, die man erzeugt, erzielt man dann, wenn man das Produkt rausbringt, ja, in dem Sinne jetzt GTA 6 bald, sehr, sehr hohe Einnahmen. Und das Allerinteressanteste hier ist halt nicht nur GTA 5, was jetzt noch sehr, sehr viel Geld einbringt, sondern GTA 6. Ganz einfach aus dem Grund, GTA 5 hatte schon den erfolgreichsten Spielestart der gesamten Welt. Man hat innerhalb der ersten 24 Stunden Milliarden eingenommen. Es hat davor noch kein Spiel geschafft. Nur GTA 6 jetzt wird noch viel mehr Fans insgesamt haben, weil diese Fanbase von GTA so unfassbar stark gewachsen ist und man hat natürlich noch Potenzial, GTA zu monetarisieren. Was meine ich damit? Man kann noch Zusatzinhalte verkaufen, ja. Nehmen wir mal Call of Duty. Die verkaufen viermal im Jahr ein DLC mit jeweils Zusatzinhalten, ja. Zum Beispiel eine Zombie-Map war es zum Beispiel oder Skins etc. Also man kann hier noch sehr viele Produkte gleichzeitig in diesem Spiel verpacken und noch mehr Geld generieren mit nur einem einzigen Spiel. Dazu besitzen sie nämlich auch noch 2K Games und damit haben sie nämlich
natürlich zum Beispiel noch zum Beispiel NBA 2K. Ja? Also das sind quasi dann so ein Basketballspiel oder da haben die noch so ein Footballspiel und damit fokussieren sie sich quasi auf diese Sportnische und da bringen sie jedes Jahr nochmal ein Spiel raus, womit man dann nochmal zusätzliche passive Einnahmen dadurch hat. Und ich bin hier halt primär investiert, weil, naja, man sieht, sie wachsen unfassbar stark im Umsatz und im Gewinn, obwohl GTA 6 ja noch nicht draußen ist. Ja, ich sagte es bereits. Und in GTA 6 sehe ich halt wirklich das höchste Potenzial in dem Unternehmen, ja. Aber auch in den anderen Bereichen des Unternehmens. Also insgesamt eine sehr starke Gaming-Aktie. Und die nächste Aktie, die wir haben, ist Facebook oder ja, Meta, Metaverse, was auch immer. Eine relativ kleine Position, aber hier ist noch ziemlich viel Zukunftspotenzial. Warum? Facebook ist nicht nur Facebook als Plattform, sondern auch Instagram und WhatsApp. Und ja, Instagram ist auch schon monetarisiert und ist jetzt auch einer der Hauptwachstumsbringer für Facebook als Unternehmen. Ja? Aber bei WhatsApp ist es eben so, dass die Plattform noch nicht monetarisiert ist. Was heißt das? In Indien wurde zum Beispiel mal ausprobiert, eine Zahlungsdienstleistung in WhatsApp mit einzubringen. Ja? Also zum Beispiel, du schickst deinen Freund zum Geburtstag 20 Euro als Geschenk. Ja, zum Beispiel. Und dafür kann dann Facebook eine Provision davon bekommen, zum Beispiel 1% oder 0,2%. Ja? Aber wenn man das global expandieren würde und das Milliarden der Menschen nutzen würden, dann würden diese 0,2% so viel Geld einbringen, das ist unfassbar. Ja? Also was ich damit sagen möchte, ob das jetzt Finanzdienstleistung irgendwas ist, ist ja egal. Aber wir haben noch sehr viel Potenzial in WhatsApp als nicht monetarisierte Plattform, ja. Zusätzlich natürlich jetzt noch das gesamte Metaverse, was sie insgesamt ausrollen, ja. Und insgesamt, diese ganzen Plattformen, die sie da vereinen, ja, WhatsApp, Facebook, Instagram, sie haben über 2,8 Milliarden Nutzer. Also sie decken quasi die halbe Menschheit mit ihren Plattformen ab. Und hier kann man natürlich noch sehr stark wachsen und noch zusätzlich monetarisieren. In dem Sinne ein sehr interessantes Unternehmen mit sehr viel Zukunftspotenzial. Die nächste Aktie ist Vertex Pharmaceuticals. Und hier haben wir ein bisschen anderes Unternehmen. Kein Gaming, kein Tech, sondern ein Biotechnologieunternehmen. Und das Interessante ist hier, sie haben ein Monopol. Also sie sind quasi der alleinige Marktführer für ein Medikament und das nennt sich Trikafta und das verbindet drei verschiedene Medikamente, die gegen eine Erbkrankheit sind. Ja, also die helfen gegen eine Erbkrankheit namens Mukoviszidose. Wir könnten natürlich jetzt hier noch ein bisschen ins Detail eingehen, aber jetzt über Chromosome, über DNA-Replikation und so zu reden, das ist zu kompliziert. Deswegen fasse ich es mal so zusammen, deine Lebensdauer wird enorm erhöht, wenn du diese Medikamente zu dir nimmst. Und ein Patient bringt jährlich, nicht im gesamten Zeitraum, sondern jährlich 300 bis 330.000 US-Dollar an Umsatz. Ja? Und es sind nicht mal alle Patienten weltweit bedient. Also hier kann man auch sehr stark wachsen mit diesem Medikament. Aber man forscht auch in anderen Bereichen, ja. Zum Beispiel Sichelzellenanämie, ja, auch so eine Erbkrankheit. Und hier kooperiert man auch mit CRISPR Therapeutics. Also, das ist auch ein Biotechnologieunternehmen, die unter anderem auch mit die Genschere entwickelt haben, ja. Also, damit kannst du quasi Gene editieren und halt zum Beispiel Erbkrankheiten heilen. Und wie wir auch sehen können, seitdem 2018, 2019, seitdem sie wirklich dieses Monopol auf dieses Medikament haben, der Umsatz und die Gewinne sind so enorm gestiegen und das soll in der Zukunft auch noch anhalten. Also die nächste Aktie ist Royal Dutch Shell, der Ökofeind Nummer 1. Und warum habe ich in dieses Unternehmen investiert? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich der Überzeugung bin, dass diese ganzen Ölunternehmen einfach komplett in den Boden geredet werden, ja. Natürlich, Elektroautos sind toll, die Zukunft, langfristig werden sie wahrscheinlich auch besser sein. Aber es ist eben so, dass sich jetzt nicht auf einmal jeder einzelne Mensch ein Elektroauto leisten kann, ja. Und gucken wir uns doch mal Länder an, ja, also jetzt hier mal kurz auf die Grafik einzugehen. Total OECD sind die Industrienationen, also Deutschland, USA, alle, die relativ viel Geld haben. Total Non-OECD-Nationen, das sind Schwellenländer, ja, also Länder wie Indien, die gerade noch nicht so ein hohes Einkommen pro Kopf haben
und insgesamt noch sehr schwach sind, aber am Wachsen sind. So, und diese Länder kommen gerade mal in so eine Zone rein, wo sie sich einen Verbrenner leisten können. Und wie zum Teufel sollen die sich jetzt einen neuen Elektrowagen für 30.000, 40.000 Euro leisten? Wie soll das funktionieren? Und deswegen wird in den nächsten 20, 30 bis 40 Jahren noch die Nachfrage nach Öl in genau diesen Ländern noch enorm steigern. Ja, da finden Industrienationen, wie wir hier auch sehen können, leicht stagnieren. Aber genau das gleicht sich dann eben aus. Die nächste Aktie, die wir haben, ist Razer. Und Razer ist ein international agierendes Gaming-Hardware-Unternehmen. Und das Interessante ist, sie sind nicht nur ein Hardware-Unternehmen. Also Hardware quasi sowas hier. Mäuse, Tastaturen, Headsets, Gehäuse, Mauspads, Monitor, also alles Mögliche an physischen Produkten. Aber wie wir in dem Wachstum auch sehen können, in dem Services-Bereich, sie bieten nämlich auch Software an und Finanztechnologie. Also erstmal Software. Software, da haben sie zum Beispiel ihr Razer Synapse, nennt sich das. Da kann man nämlich zum Beispiel, wenn man Videospiele spielt, kann man diese mit dieser Software quasi optimieren, dass man mehr Leistung in diesen Videospielen hat. Oder man kann es halt auch so machen, dass man Razer Silver Coins farmt. Und das ist nochmal so eine quasi Währung oder eine Art Belohnungssystem. Also wenn ich spiele, kann ich quasi diese Razer Silver Coins farmen und mit diesen Razer Silver Coins wiederum kann ich dann Belohnungen freischalten. Ja, zum Beispiel sowas. Und das komplett kostenlos. Und das ist natürlich ein sehr starker Schritt, um vor allem die Kunden an Razer zu binden. Und dazu bieten sie zum Beispiel, wir hatten ja Finanztechnologie gesagt, sie bieten zum Beispiel Razer Gold an. Also wir haben natürlich physische Produkte, wir haben die Software und durch dieses Razer Gold haben wir noch eine eigene Währung. Ja, also man kann zum Beispiel ein Video spielen wie zum Beispiel Call of Duty oder ich glaube inzwischen auch genau PlayerUnknown Battlegrounds, also PUBG zum Beispiel, kann man diese Währung nutzen und Ingame-Items kaufen. Also ich kann zum Beispiel, anstatt richtiges Geld draufzuladen, um mir damit die Zusatzinhalte zu kaufen, kann ich Razer Gold Coins nehmen, hab da meine eigene Wallet quasi, mein eigenes Portemonnaie mit diesen Coins und kann darauf auf verschiedenen Games immer meine Sachen damit kaufen. Das ist natürlich noch ein enormer Vorteil für diesen Gamer. Also die nächste Aktie, die wir haben, ist Paradox Interactive. Und Paradox Interactive ist ein Spieleentwickler und Publisher. Aber sie haben halt eine sehr individuelle Spielestrategie, die sie verfolgen. Denn sie setzen nämlich auf Strategiespiele, wo man mindestens 20 bis 30 Stunden braucht, um diese Spiele überhaupt zu verstehen. Ja? Also man muss wirklich sehr, sehr tief als Kunde in diese Spiele eintauchen, um wirklich das Grundprinzip überhaupt zu verstehen. Und dann bauen sie die Spiele auch so auf, dass du sie immer wieder neu spielen kannst, weil du immer wieder eine individuelle Erfahrung hast. Bei GTA 5 zum Beispiel ist es einfach so, du hast eine Story und die, wenn du die durchgespielt hast, ja, dann war's das. Also mehr ist da nicht. Ja, natürlich auch der Online-Modus, aber jetzt nur bezogen auf die Story. Bei diesen Strategiespielen ist es so, du kannst die Story so oft wieder neu spielen, hast trotzdem immer wieder eine komplett andere Erfahrung, weil es immer absolut unterschiedlich ist. Und dabei sorgt das natürlich dafür, dass der Kunde sehr lange an das Spiel gebunden wird und dadurch kann natürlich das Unternehmen innerhalb dieses Zeitraums sehr viele Zusatzinhalte bringen, ja? Also DLCs. Wie wir in dieser Statistik hier sehen können, sehen wir die Spielerzahlen von Europa Universalis 4 und wie wir sehen können, das Spiel wurde 2013 released und 8 Jahre nach Release schafft es sogar mehr Spieler zu haben, als es vor 8 Jahren hatte. Ja, normal ist es bei Spielen so, ja, die kommen raus, dann fallen die Spielerzahlen immer weiter ab. Sieht man zum Beispiel bei Assassin's Creed, Far Cry, dass die Spieler das Spiel sofort wieder verlassen. Aber Paradox, die schaffen es, wirklich diesen Kunden, diesen Gamer, sehr, sehr lange an ein Spiel zu binden. Und umso länger dieser Spieler gebunden wird, umso mehr Zusatzinhalte kann man an diesem verkaufen. Also mit einem Kunden.
werden im Durchschnitt viel mehr Umsätze generiert, als es zum Beispiel ein Spiel wie Assassin's Creed macht. Also die letzte Aktie, die wir haben, ist Salma. Und das ist eine Aquakulturaktie. Und Aquakultur bedeutet quasi einfach nur, dass man nämlich unter Wasser Fischfarmen baut. Und wie wir in dieser Grafik hier sehen können, sind 29% der gesamten Erdoberfläche gerade mal Land. Und 71% davon sind eben Wasser, ja. Und man hat eben schon so viel mit Landwirtschaft von der benutzbaren Fläche bezogen, dass wir irgendwann keinen Platz mehr haben werden. Ja? Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, da halt auf den Ozean zu gehen, ja? Weil unsere Weltbevölkerung soll bis 2050 bis oder 2100 auf 10 bis 12 Milliarden wachsen. Dementsprechend brauchen wir auch viel mehr Nahrung. Aber wir können nicht jetzt jeden Wald abholzen, nur um da ein bisschen Bohnen anzubauen. Dementsprechend bietet Salma hier die Lösung mit ihren Unterwasser-Fischfarmen. Und hier verdienen sie mit dem Lachs, denn darauf fokussieren sie sich nämlich auch, den sie farmen. Damit verdienen sie 15 bis 20% Nettomarge. Um das mal in Relation zu setzen, Apple hat gerade mal 20%, also wir verdienen mit Fisch. Mit fucking Lachs. So viel Geld wie irgendwelche Hightech-Tech-Companies. Und im Umsatz sehen wir auch, dass das Unternehmen beständig jedes Jahr mit 10% wachsen kann. Also auch hier wieder ein sehr interessantes Unternehmen mit sehr viel Zukunftspotenzial. Also wenn wir uns mal die Übersicht angucken, dann sehen wir, dass die Gesamtrendite bei ca. 16,5% liegt. Ja, also auf eine Gesamtanlagesumme von... Das müssten, ich glaube, das sind ungefähr 8.000 Euro habe ich circa eingezahlt auf dieses Depot. Dementsprechend haben wir jetzt eine Rendite von 1.400 Euro auf diesem Panther Depot, ja. Wie ich ja bereits gesagt habe, das ist das Wachstumsdepot und das ist auch ziemlich konzentriert. Allerdings wurde das Depot erst März eröffnet und ich habe ja seitdem 8.000 Euro eingezahlt. So, dementsprechend ist das Depot nicht gerade sehr stark diversifiziert mit einzelnen Werten. Und Paradox ist sehr stark übergewichtet. Natürlich ist sehr ein enormes Potenzial in dem Unternehmen. Auf der anderen Seite war Paradox mit Abstand die unterbewertete Aktie, die ich mit dem höchsten Wachstum zukünftig sehe. Ja, deshalb habe ich jetzt diese Aktie in diesem Jahr ziemlich häufig nachgekauft. Wenn wir uns mal die regionale Verteilung angucken, ja, 60% kommt aus Nordamerika und 40% circa aus Europa. So, eigentlich hätten wir noch 20% China-Anteil mit dabei, weil Razer halt, ja, sie sind halt in Hongkong gelistet, haben ihren Unternehmenshauptsitz in den USA und ihren Steuersitz auf den Cayman Islands. Nur hier kann es sein, derzeit ist ja dieses Delisting-Verfahren am Start, deshalb kann es sein, dass das jetzt schon umgeändert wurde, ja, weil sie wollen ja zukünftig, wollen sie sich in den USA listen lassen. Aber das jetzt nur mal am Rande. Und wenn wir uns zum Beispiel mal die Dividende angucken, ja, auch wenn wir ein Wachstumsdepot haben, haben wir tatsächlich Dividende mit dabei. Diese ist nicht gerade groß ausgefallen, aber wir haben eine Dividende von 24 Euro von Royal Dutch Shell circa und von Paradox Interactive von 3,40 Euro. Ist jetzt nicht die Welt, aber wir haben ja auch ein Wachstumsdepot und wir wollen jetzt kein starkes passives Einkommen generieren. Also ich habe versprochen, dass ich nochmal zeige, welche Aktien ich jetzt von denen noch kaufenswert finde. Und das ist vor allem Paradox Interactive. Ja. Paradox ist momentan mit 17 Euro bewertet und ich habe schon die erste Position bei 19 Euro gekauft. Das heißt nicht, dass dieser Kauf gut war oder dass die Aktie da unterbewertet war. Aber ich, wenn ich das jetzt in Relation setze, wo ich das Unternehmen in 10 Jahren sehe, dann sehe ich da einen viel höheren Kurs als 19 Euro, ja. Starkes Unternehmen, starke Strategie, starke Branche, in der sie tätig sind. In dem Sinne werde ich bis nächsten Jahres die Position auf ca. 300 Stück erhöhen. Dann haben wir noch Razer, da würde ich jetzt auch weiter nachkaufen tatsächlich. Nur ist das Problem, ja, das Delisting-Verfahren. Da würde ich jetzt erstmal abwarten. Ansonsten sind wir jetzt bei einem Kurs von ca. 27 Cent relativ günstig bewertet. Ja, erste Position habe ich bei 30 Cent, glaube ich, gekauft. Die zweite dann bei 18 und so weiter. Ja, also auch sehr
interessantes Unternehmen, was auch kaufenswert tendenziell ist, ja, hätten wir dieses Delisting-Verfahren nicht. Dann Take-Two, die Position möchte ich auch bis nächsten Jahres auf ca. 20 bis 25 Stück aufbauen. Ja, ich habe es bereits gesagt, das Zukunftspotenzial mit GTA 6, diese ganzen Unternehmensbereiche, die sie noch haben, die starken Marken, 2K-Games, ja, mit diesen ganzen Sport-Franchises und so weiter. Also auch sehr, sehr starkes Gaming-Unternehmen. Ja, das war es eigentlich schon mit den Positionen, die ich jetzt noch weiter kaufen würde. Natürlich, ich sag's mal so, Royal Dutch Shell ist immer noch günstig bewertet, aber ich möchte jetzt Öl nicht so stark übergewichten, weil ich da halt in anderen Branchen und anderen Unternehmen vor allem ein viel höheres Potenzial sehe. Ja, das gleiche mit Vertex, ja, Biotechnologieunternehmen, sehr interessant, aber auch sehr risikoreich. Und hier hat man natürlich ein sehr hohes Aufwärtspotenzial, aber auch ein sehr hohes Abwärtspotenzial. Dementsprechend Biotechnologie wird in meinem Portfolio nie mehr als 10% betragen. Salma zum Beispiel bleibt auch so niedrig gewichtet. Mir gefällt der Trend, mir gefällt das Wachstum, mir gefällt das Unternehmen. Nur, ja, es sind letztendlich nur Rohstoffe. Und hier kann es halt nicht so viel skalieren, wie es zum Beispiel Facebook mit ihren Plattformen machen kann oder Paradox mit ihren Spielen. Also, wir sind ja sehr detailliert auf mein Aktiendepot eingegangen. Aber eine Aktie, die wir jetzt nicht besprochen haben, das ist Disney. Und Disney hat vor allem ein enormes Zukunftspotenzial wegen zum Beispiel Disney Plus. Wir haben einen enorm wachsenden Streamingmarkt, der von Disney förmlich erobert wird. Und mit exklusiven Titeln wie zum Beispiel The Mandalorian, ja, also diese gesamte Star Wars Serie, Marvel, Avatar, haben sie sehr viel Zukunftspotenzial, weil sie die stärksten Marken auf der gesamten Welt zusammen vereinen. Und genau deshalb wird nämlich das nächste Video eine Disney-Aktienanalyse, wo ich nochmal genau drauf eingehe, wo ich das Zukunftspotenzial sehe und zu welchem Kurs ich jetzt bei Disney einsteigen würde. Also falls du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal hier, aktiviere die Glocke. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Carpe diem.